Es wird Zeit, endlich das Arbeitszimmer in meiner ersten eigenen Wohnung in Angriff zu nehmen, denn das soll ein absoluter Traumarbeitsraum werden. Und eigentlich habe ich damit schon vor einer ganzen Weile begonnen. Mittlerweile ist es aber kein Traum, sondern vielmehr ein Albtraum geworden, aka eine richtig schlimme Abstellkammer. Wie genau das aussieht, seht ihr dann am Ende des Videos. Aber erstmal zurück zum Anfang. Vor einigen Monaten hatte ich schon mal eine riesige IKEA-Bestellung aufgegeben mit ganz vielen Packschränken, die wir nach und nach aufgebaut haben. Und natürlich auch mit dem gesamten Innenleben, um so ganz viel Stauraum zu schaffen für einen Arbeitszimmerschrank, aber auch für all meine Bastelutensilien und einen Putzschrank. Nachdem dann das ganze Innenleben aufgebaut und ausgepackt war, ging es auch schon ans Einsetzen. Kleiner Tipp, wenn ihr unten auch nicht diese Körbe wollt, obwohl ihr Türen im IKEA-Packs habt, holt euch diese Spezialscharniere und plant es von Anfang an ein. Dann müsst ihr das Ganze im Nachhinein nicht mehr umbauen, so wie ich. Ich werde das die Tage aber noch machen, weil ich die Schubladen nicht nur schöner und cleaner finde, sondern man dadurch tatsächlich auch ein bisschen mehr Stauraum hat als bei den Körben. Nach dem ganzen Innenleben ging es dann auch schon weiter mit den Türen und den Griffen. Ich habe hier extra solche länglichen goldenen genommen, damit die Türen noch mal ein bisschen schlanker und eleganter aussehen und der ganze Raum ein bisschen gestreckt wird. Und eigentlich hatte ich damit wirklich die perfekte Basis mit ganz viel Stauraum für all mein Zeug. Aber es fehlt natürlich noch eine Sache, die in jedes Arbeitszimmer gehört, und zwar ein Schreibtisch. Auch hier habe ich erstmal alles ausgepackt und das Ganze dann nach und nach aufgebaut. Und ich musste nicht mal die Kleinteile sortieren, wie ich es normalerweise mache, weil es einfach schon alles vorsortiert und sogar mit Buchstaben gekennzeichnet war, um zu zeigen, wo dann auch was reinkommt. Also dadurch ging es wirklich super easy und auch relativ schnell. Nach dem ganzen Korpus habe ich dann nur noch die Beine zusammengebaut und am Tisch befestigt, und durch diese spezielle Form sieht es tatsächlich fast so aus, als würde der Schreibtisch zwischen den Schränken schweben. Das finde ich wirklich super schick. Nur die Schubladen habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt, aber auch das passt schon. Die größte Schwierigkeit war dann irgendwie für mich, den Tisch aufzustellen, aber man, da hat es dann doch geklappt und er hat tatsächlich perfekt zwischen die Schränke gepasst. Und damit war eigentlich die perfekte Basis für mein Traumarbeitszimmer geschaffen, bis es zum Albtraum, aka einer richtigen Abstellkammer wurde. Es sieht einfach nur noch schlimm aus, aber ich werde das die nächsten Tage endlich in Angriff nehmen, um dann wirklich mein Traumarbeitszimmer zu schaffen.